Channel, hier ist wieder Baconsack für euch und willkommen zu meinem neuesten One Piece Video. Diese Woche gibt es keine Shonen Jump, denn tatsächlich hat das Coronavirus jetzt auch den Verlag Shueisha erreicht und die Verantwortlichen haben sich halt gesagt, ey, wir setzen diese Woche mal das Magazin aus, weil Corona ist eine Bitch und wir wollen unsere Mitarbeiter nicht gefährden und keine Mangaka und so weiter und ja, okay, deswegen gibt es halt diese Woche kein Magazin und kein neues One Piece Kapitel. Das heißt, ich musste mir ein anderes Thema aus den Fingern saugen und es ist mir ehrlich gesagt ziemlich schwer gefallen, weil ich halt viele Ideen hatte und jeder ist irgendwie so, dass ich mir denke, ey, du müsstest eigentlich ein größeres Video daraus machen und nicht nur so einen kurzen Talk. Ich habe mir gedacht, ich mache eigentlich meine 5 Lieblings-Arcs so in One Piece und habe dann gemerkt so, wow, okay, wenn du das anständig machen willst, dann musst du dir echt viel mehr Zeit dafür nehmen und das anders aufbereiten und so und das, ja, habe ich mir jetzt vorgenommen, ob ich das dann wirklich mal in die Tat umsetze, sei mir dahingestellt, sowas mache ich ja gerne. Aber deswegen habe ich mir jetzt spontan noch ein anderes Thema rausgesucht, was ich eigentlich ziemlich interessant finde. Ihr seht es schon an der Videobeschreibung und an dem Thumbnail. Ich möchte mal die Frage in den Raum stellen, wird Ruffy Kaido in diesem Arc eigentlich wirklich besiegen? Muss er überhaupt die Kaiser besiegen, um Piratenkönig zu werden? Räumen wir das Ganze nochmal auf. Das hier ist Kaido. Den seht ihr schon die ganze Zeit auf dem Bildschirm. Der Typ ist ein Biest. Ein richtiges Biest. Nicht nur, weil er ein gigantischer Schrank ist und quasi nur aus Muskeln besteht und unfassbar krass stark ist. Nein, der hat auch eine unfassbar krasse Teufelsfrucht, weil er sich halt in einen riesigen Drachen verwandeln kann, was ihn halt nochmal exponentiell stärker macht, als er sowieso schon wäre wahrscheinlich. Und wir wissen, dass Kaido angeblich seitdem Whitebeard tot ist, der rein von der physischen Stärke her der stärkste Pirat ist, den es aktuell in der Welt von One Piece noch gibt. Ja, und das ist auch mehr oder weniger die Stärke, die ein Kaiser auch mitbringen sollte. Wenn wir uns mal die anderen Kaiser anschauen, dann haben wir noch Big Mom. Und Big Mom hatte am Anfang ein ziemlich wackes, seltsames Design, finde ich. Hat sich dann aber in ihrem Arc auch als unglaublich krasser Gegner und heftiges Ding erwiesen. Dass das so krass war, dass die Strohhutbande ihr eigentlich nichts entgegenzusetzen hatte. Die konnten gerade so mit Ach und Krach vor ihr fliehen und es gab keinen richtigen Kampf gegen sie, weil sie einfach zu heftig war. Und als wäre das nicht genug, haben sich diese beiden Charaktere jetzt auch noch im aktuellen Arc halt verbündet. So, Big Mom und Kaido haben eine Piratenallianz gegründet und das macht das Problem nicht geringer. Ich meine, gut, okay, es könnte sein, dass Oda das später so dreht, dass innerhalb des Kampfes oder während des Kampfes Big Mom sich gegen Kaido stellt oder umgekehrt und auf einmal heißt es nicht mehr Kaido-Big Mom-Allianz gegen Strohhüte und andere, sondern dass es auf einmal drei Fraktionen gibt. Also Kaido, Big Mom und Strohhüte und andere und die kämpfen alle drei zusammen. Das würde das vielleicht wieder ein bisschen auflockern, aber darum geht es jetzt gerade gar nicht. Kann natürlich sein, aber hey. Das Ding, das ich mir eigentlich, oder die Frage, die ich mir eigentlich nur stelle, ist, wie will denn die Strohhutbande Kaido besiegen, der als der krasseste und stärkste geht, wenn sie es noch nicht mehr geschissen gekriegt haben, Big Mom zu besiegen? Ich persönlich würde Big Mom als die Schwächste der vier Kaiser ansehen. Zweitstärkster sehe ich aktuell Shanks und wenn Blackbeard weitermacht, jetzt ist er wahrscheinlich gerade der drittstärkste, aber wenn er so weitermacht, dann wird er wahrscheinlich dann der Stärkste sein, weil er wird der locker Ruffys Endgegner sein. Habe auch schon Videos drüber gemacht damals und ist immer noch aktuelles Thema für mich. Ich glaube nach wie vor, dass das so kommt. Nicht Roter Hund, nicht Corby, nicht irgendein anderer Supernova, nein. Blackbeard wird Ruffys Endgegner. Und deswegen muss er halt einfach noch stärker werden. Aber darum geht es ja jetzt gerade gar nicht. Big Mom und Kaido. Wenn man sich bedenkt, dass vielleicht Big Mom hier war, so vom Stärkegrad, und die Strohhutbande war irgendwo hier und sie haben es nicht geschafft, zu ihr aufzuschließen und konnten sie nicht besiegen. Wenn hier Big Mom ist, wie wollen sie denn dann Kaido besiegen, der im Vergleich zu Big Mom, das hier ist Big Mom, hier irgendwo ist? Wie wollen die das denn machen? Ich meine, Oda hat schon gesagt, ich bin mir gar nicht sicher, ob es in einem Interview war oder in der Fanpost-Seite, müsst ihr jetzt eigentlich nochmal raus, und wenn ihr es wisst, schreibt es mir unten in die Kommentare, dass es tatsächlich eine Nuss ist, die er noch knacken muss, wie Ruffy Kaido besiegen wird. Weil es wird nicht so was Lames oder Langweiliges sein, wie dass Ruffy einmal laut schreit und er wird Kaido richtig dolle hauen und dann ist Kaido besiegt. So viel hat er gesagt.
Also es wird nicht darauf hinauslaufen, dass Ruffy einfach nur seine Muskelkraft erhöht und einmal Dollar zuhaut und dann ist Kaido K.O. So viel hat er zumindest gesagt. Natürlich gibt es hier auch immer Übersetzungsprobleme. Japanisch ist eine schwierige Sprache, das wird ins Englische übersetzt in der Regel und dann nochmal vom Englischen ins Deutsche und dann kann es immer zu Verwirrungen und Übersetzungsfehlern kommen. Aber auf jeden Fall macht sich Oda halt Gedanken, wie er Kaido erledigen möchte. Und ich find's halt wirklich strange, oder ich sag mal so, wenn das Power Scaling, wenn das Kräfteverhältnis der Charaktere, das Stärkeverhältnis untereinander, wenn das noch irgendwo passen soll, wenn das noch irgendwo Sinn machen soll in One Piece, und bisher hat Oda in all den Jahren wirklich immer dafür gesorgt, dass das mehr oder weniger immer sehr gut hinkommt und nicht völlig abstrus wird, dann ist es doch so, dass das eigentlich gar nicht sein kann. Also die Strohhüte können nicht Kaido umklatschen. Das funktioniert einfach nicht. Klar sind die nach dem letzten Arc stärker geworden, aber irgendwo haut das nicht hin. Selbst wenn Ruffy jetzt halt trainiert und sein Haki besser beherrscht. Irgendwie, nee, ganz ehrlich, das haut für mich nicht richtig hin. Wenn wir uns Blackbeard angucken, den gibt's noch. Wie gesagt, ich glaube, Blackbeard wird halt am Ende großer Gegner werden. Vermutlich killt er Shanks. Dann hat Ruffy nochmal eine richtig krasse Motivation, um Blackbeard umzuhauen. Und auf Unicorn oder auf Lovetail halt gegen ihn zu kämpfen. Ich glaube, das wird ungefähr irgendwie so passieren. Und dann haben wir natürlich noch Shanks selber als einer der Kaiser. Und niemand glaubt doch, dass es wirklich einen echten Kampf auf Leben und Tod zwischen Ruffy und Shanks geben wird, oder? Klar, wenn die sich einmal sehen, kann es sein, dass sie so ein bisschen mit den Säbeln rasseln, wenn ihr so wollt, ja, und einmal so ein bisschen flexen und Muskeln zeigen, so. Weil so machen das Piraten halt, dass es sowas mal gibt, aber es wird doch keinen ernsthaften Kampf gegen Shanks geben. So, und wenn man sich das bewusst macht, dann muss man sich nochmal überlegen, was will Ruffy eigentlich? So, Ruffys Ziel ist es ja nicht, primär die anderen Kaiser umzuklatschen. Ruffy möchte Piratenkönig werden. Und was bedeutet es für Ruffy, Piratenkönig zu sein? Die absolute Freiheit zu haben. Solange es andere Piraten gibt, die ihn quasi in seiner Freiheit beschneiden wollen, indem sie ihn drohen oder indem sie ihn verfolgen oder indem sie irgendwie seine Kameraden angreifen, ist Ruffy halt nicht frei. Deswegen muss er im zweiten Schritt halt diese anderen feindlichen Piraten umklatschen, damit er diese Freiheit erlangt, damit er auf Unicorn gehen kann, beziehungsweise Lovetail, um sich das One Piece zu schnappen. Das ist das, was Ruffy möchte. Er möchte Piratenkönig werden. Er möchte ja nicht die anderen dominieren. Er möchte sie nicht beherrschen. Das ist gar nicht sein Ziel. Nee. Der will einfach nur das One Piece haben. Und in all den Jahren hat es keiner der vier Kaiser geschafft, sich das One Piece zu schnappen. Hat keiner hingekriegt. Aus verschiedensten Gründen. Wenn wir uns jetzt überlegen, wie das Ende von One Piece passieren wird oder was da wohl vonstatten geht, dann ist es, glaube ich, uns allen klar, dass Ruffy am Ende das One Piece finden wird. Ansonsten wäre der gesamte Build-up bis dahin ziemlich strange und wäre eine sehr fragwürdige Story, die Oda da gebaut hat. Aber uns ist auch wohl allen klar, dass am Ende Ruffy das One Piece finden wird und er dann dadurch auch Piratenkönig wird. Muss er dafür wirklich die Kaiser besiegen? Also Shanks, habe ich gerade schon gesagt, ist schon mal raus. Blackbeard sehe ich als wirklich finalen Gegner um den Titel des Piratenkönigs, aber als anderen Pirat in seiner Funktion einfach nur als sein Konkurrent, der von Anfang an des Mangas oder seit fast Anfang an des Mangas halt aufgebaut wird. Wie gesagt, ich habe da ein altes Video zu, könnt ihr euch nochmal angucken. Ich habe auch Videos gemacht, wie Blackbeards Zollfestfrucht funktioniert. Da gibt es auch mittlerweile neue Erkenntnisse, müsste ich eigentlich mal aktualisieren. Naja, jedenfalls, Blackbeard ist aufgesetzt. Aber muss er wirklich Big Mom und Kaido besiegen? So, Ruffy geht ja sehr ähnlich den Weg, den auch Gold Roger gegangen ist auf seiner Reise nach Lovetail, seine letzte Reise. Er geht einen relativ ähnlichen Weg. Hatte Roger Kaiser, gegen die er gekämpft hat? Soweit ich weiß, gibt es die vier Kaiser oder generell das Konzept der Kaiser erst, nachdem Roger verstorben ist und es eine riesige Machtlücke gab. Und dann haben halt die vier größten Piraten versucht, natürlich jetzt der nächste krasse Ficker zu werden und sich halt die Macht an sich zu reißen und sich die Gebiete einzunehmen. Und dadurch ist dann halt irgendwann dieses Konzept der vier Kaiser entstanden. Aber es ist ja nicht gesagt, dass es das auch zu Zeiten von Gold Roger gab. Wir wissen halt nur, dass er gegen Rocksteady Zabek gekämpft hat und Blackbeard ist halt das, so wie Ruffy das Pendant zu Roger ist, ist halt Blackbeard das Pendant zu Rocksteady Zabek und deswegen wird es auch, wie gesagt, meiner Meinung nach darauf hinauslaufen, dass Blackbeard der finale Gegner wird.
Aber es wurde noch nie gesagt, dass es früher auch schon Kaiser gab. Und die braucht es eigentlich auch nicht. Ruffy muss nur nach Love Tale gehen, sich das One Piece schnappen. Und dann ist er Piratenkönig, wenn die Presse in der One Piece-Welt davon Wind bekommt. So, das muss er im Prinzip machen. Das ist das Ziel des Manga. So, und er muss eigentlich gar nicht wirklich gegen die Kaiser gewinnen. Wenn er rein theoretisch schneller ist, ja, okay, dann ist er halt schneller. Natürlich wäre es lame, wenn Ruffy am Ende nicht der Stärkste von allen ist. Das muss schon so sein, dass Ruffy später der Stärkste von allen ist. Aber ich habe ja gerade gesagt, ich glaube, dass Blackbeard irgendwie am Ende Shanks umklatschen wird. Und ich könnte mir relativ gut vorstellen auch, dass Blackbeard nicht nur Shanks umhaut, sondern auch Kaido und auch Big Mom. Und wenn Ruffy dann am Ende Blackbeard umhaut, dann hätte er ja alle anderen Kaiser auf einen Schlag besiegt, weil er hat den besiegt, der die anderen Kaiser besiegt hat. Und ich glaube ehrlich gesagt mittlerweile, dass das Szenario ist, was Oda hier vorbereitet. Ich glaube nicht, dass Ruffy jetzt in diesem Arc Kaido besiegen wird, weil erinnern wir uns doch nochmal daran, was Oda im Whole Cake Island Arc gemacht hat. Alle haben gedacht, okay, jetzt geht's gegen Big Mom. Er nimmt's mit dem ersten der Kaiser auf. So, alles lief darauf hin, dass Ruffy gegen Big Mom kämpft. Und dann macht kurz vorm Kampf, kurz bevor der eigentliche Kampf beginnt, macht Oda was? Er zaubert Katakuri aus dem Hut und das ist auf einmal Ruffys Arc-Boss. So, auf einmal ist Katakuri da. Und den hat halt keiner kommen sehen. Der wurde halt nie großartig erwähnt und er wurde nie aufgebaut. Auf einmal hieß es, ja, das ist jetzt mein Gegner. Weil Big Mom auch einfach noch zu stark für Ruffy war. Und ich glaube einfach, dass Kaido auch immer noch zu stark für Ruffy ist. Ich glaube nicht, dass er das jetzt, sofern das Powerscaling noch passen sollte, es mit Kaido aufnehmen kann. Selbst wenn er neue Techniken lernt, selbst wenn er zusammen mit Kid und Law auf Kaido draufhaut. Ich glaube das ehrlich gesagt nicht. Das wäre strange. Und wenn wir uns das überlegen, dass er halt Katakuri als Arc-Boss bekommen hat und nicht den Kaiser, und wir jetzt nochmal an das letzte Kapitel denken, was hat denn Oda da gemacht? Er hat gesagt, auch übrigens, Flying Six, da ist Kaidos Sohn dabei. Ein weiterer Charakter, der kurz vor der Schlacht angekündigt wird und auf einmal präsentiert wird. Und ich glaube, ganz ehrlich, ich glaube, der Sohn von Kaido wird Ruffys Arc-Boss und nicht Kaido selbst. Es wird darauf hinauslaufen, dass Ruffy den Sohn von Kaido umhaut und nicht Kaido selbst. Das würde auch insofern irgendwo passen, dass alles, was wir von Gold Roger gesehen haben, war bisher so, dass er sich nur mit Piraten in seiner eigenen Ära auseinandergesetzt hat. Ich meine, wir wissen nicht, wie alt Roxy Zabbik war. Wir haben halt nur dieses eine schemenhafte Bild von ihm gesehen. Aber ich gehe mal schon davon aus, dass Roxy Zabbik zu der Altersklasse und der Ära von Roger gehört hat. Und Roxy Zabbik jetzt kein Pirat war, der auch schon irgendwie in den 50er, 60er Jahren war. Und deutlich älter als Roger zu dem Zeitpunkt. Das glaube ich nicht. Das Ding ist, Ruffy muss innerhalb seiner eigenen Ära der schlimmsten Generation seinen eigenen Platz finden. Er muss sich von dieser Generation als der stärkste und tollste Pirat heraustun. Und die anderen, Law und Kids und, keine Ahnung, Uroge, die können von mir aus alle die neuen Kaiser werden, wenn ihr so wollt. Es wurde in One Piece halt nie gesagt, dass Roger irgendwelche älteren Piraten, die noch vor ihm am Drücker waren, dass er die irgendwie im großen Stil umgeklatscht hat. Das wurde nie erwähnt. Und erst nach Roger ist ja auch erst das große Piratenzeitalter entstanden. Vorher gab es Piraten, aber nicht im großen Stil. Und das ist halt das Ding. Ich glaube, wenn wir uns angucken, wie Oda den letzten Arc gemacht hat, was er jetzt in diesem Arc macht mit dem neuen Reveal, und wenn man sich vor Augen führt, dass ja Ruffy das Zentrum der neuen Generation sein soll, er soll das neue Aushängeschild sein für eine neue Piratenära. Dann, klar, kann man argumentieren, um eine neue Ära zu starten, musst du die alte erstmal umhauen oder wegwischen. Klar, okay. Aber Blackbeard ist halt ein Gegner, der in Ruffys Ära dazukommt. Er hat in Ruffys Ära, er war zwar schon länger auf der Grand Line, aber er ist jetzt wirklich aktiv geworden, ist er erst ungefähr zum selben Zeitpunkt, als Ruffy losgesegelt ist. Da hat er Thatch ermordet und hat sich die Dunkelheitsfrucht gekrallt und hat dann erst angefangen, seinen Plan in die Tat umzusetzen. Das heißt, Blackbeard gehört nicht zur alten Ära, der gehört zu Ruffys Ära. Aber Kaido, Big Mom und Shanks,
die gehören alle zur alten Ära, die gehören alle zu Rogers Ära oder von mir aus auch zur Whitebeard Ära, weil es hieß ja, diese Ära werden wir Whitebeard nennen. Deswegen glaube ich einfach, dass es nicht passend wäre, wenn Ruffy sich mit diesen Charakteren battelt. Der muss seine eigenen neuen Gegner finden und nicht an dem festhalten, was die alte Ära gemacht hat. Ich wünsche mir natürlich auch, dass Ruffy in einem richtig harten Kampf zusammen mit Law und zusammen mit Kid auf Kaido draufhaut und dass es ein spektakulärer Kampf wird und er den durch irgendeine coole Lösung halt umklatscht. Egal wie der geschwächt ist, ob es jetzt sein Sohn ist, der sich auf einmal gegen Kaido stellt oder ob es Big Mom ist, die auf einmal mit einschreitet oder was auch immer. Das würde ich auch am liebsten sehen. Aber nur weil ich das möchte, heißt es nicht, dass Oda das auch in die Tat umsetzt. Ich glaube tatsächlich, was ich jetzt alles in epischer Breite erklärt habe und die Gründe, die ich genannt habe, dass es tatsächlich so ist, dass Kaido gar nicht der Arc-Boss wird für Ruffy und dass die Strohhutbande Kaido gar nicht selbst besiegt. Ich glaube tatsächlich, nee, das wird nicht passieren. Vielleicht denke ich da zu viel, vielleicht interpretiere ich da zu viel hinein, aber hey, ihr könnt mir ja mal sagen, was ihr davon haltet. Wie seht ihr das? Glaubt ihr, Ruffy wird Kaido in diesem Arc unbedingt besiegen, da gibt es keinen Weg drumherum? Oder glaubt ihr auch, dass Kaido quasi in diesem Arc mit dem blauen Auge davonkommt und er danach immer noch am Start ist, bis dann Blackbeard kommt und mit den anderen allen den Boden aufwischt? Wie seht ihr das? Schreibt es mir doch bitte unten in die Kommentare, ich bin gespannt, das zu lesen. Und ich bin super gespannt auf das nächste One Piece Kapitel. Falls sich der Sohn von Kaido als kein mieser Motherfucker herausstellt, dann ist auch alles, was ich gerade erzählt habe, vielleicht nichtig. Aber hey, so ist das bei Theorien. Ich bin gespannt. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal, sage ich. Tschö mit Ö und Hanse Pause. Wenn ihr mir ein Abo dalasst, wäre das super nett. Schaltet die Glocke ein, um immer zu wissen, wann ich was Neues hochlade. Besucht mal meinen Twitch-Kanal. Ich mache auch viel auf Instagram und Social Media. Und in der Videobeschreibung findet ihr den Link zu meinem Discord.